Tour de Suisse ist seit 2 Stunden vorbei. Ich habe jetzt die beiden Hauptverantwortlichen von dem Etappenort Bülach bei mir. Das ist zu meiner Linken der Walter Jacki, OK-Präsident und Präsident vom Radfahrverein Bülach. Und zu der Rechten der Vizepräsident Max Wulschläger und verantwortlich für den technischen Bereich. Meine erste Frage an den Walter Jacki. Ein Jahr, gut gesagt, Vorbereitung. Spektakel in relativ kurzer Zeit vorbei. Wie fühlen Sie sich jetzt? Wie ist Ihre erste Stellungnahme? Ja, nach einem Jahr Vorbereitung fühlen wir uns sehr gut. Ich glaube, es ist ganz allgemein ist Gelassenheit da. Wir dürfen sagen, das Spektakel ist gut vorbeigegangen. Mit ganz, ganz kleinen Zwischenfällen, die gar nicht erwähnenswert sind. Und ich bin der Meinung, dass die Vorarbeit, die geleistet worden ist von all diesen Mitarbeitern, außerordentlich minutiös in die Hand genommen worden ist und jetzt zur Ausführung gekommen ist. Kein Zwischenfall, da ist jetzt die Chronistin Pflicht. Ich muss jetzt doch den Max Wulschläger fragen. Aufruhr hat gebracht bei den Fahrern, bei der Presse, bei den Funktionären vor allem, dass das Teilnehmerfeld falsch gefahren ist. Was ist da passiert? Sie sind ja verantwortlich für die Streckensicherung. Ja, ich habe mich auch nachträglich müssen erkundigen, was eigentlich passiert ist. Und man kann nicht von einer Fehlleitung reden in dem speziellen Fall, sondern der Funktionär, der auf dieser Kreuzung beschäftigt war, ist von einem Autofahrer nach dem Weg gefragt worden. Und in der Zeit, wo er dem Autofahrer die Auskunft gibt, kommt das Feld der Herzbrause und er hat dann keine Zeit mehr gehabt, denen ein Zeichen gegeben und dann sind die statt links sind sie rechts abgebogen. Also man kann sicher nicht von einer Fehlleitung reden, sondern er hat es einfach unterlassen, die zu leiten. Und sein Pech war dazu noch, dass der Autofahrer mitten in die Kreuzung gestanden ist. Er ist einfach in dieser Situation überfordert gewesen, von der Zeit her auch. Weil man die Fahrer relativ spät gesehen hat, wenn sie dort von der Schwarzgrubstrasse hergekommen sind. Gut, das ist ein Zwischenfall, das ist etwas Spezielles, was sich da Bülach geleistet hat, in Anführungszeichen. Aber das soll man nicht hochspielen. Und wenn sie nicht hochspielen, was sagen Sie sonst über den Verlauf jetzt von Ihrer Sicht her für den Bereich Technik, wo Sie eben verantwortlich gewesen sind? Also ich muss sagen, als ich die Strecke zweimal abgefahren bin heute, dann habe ich richtig den Blausch dran gehabt. Ich habe das Gefühl gehabt, das läuft tipptopp, da kann gar nichts passieren. Ich bin also überzeugt gewesen, dass wir alles gemacht haben, was wir haben müssen. Und der Zwischenball, das ist jetzt einfach ein Tolken im Reinheft. Aber eben, wie gesagt, wir dürfen nicht überbewerten. Danke. Walter Jacki, wie sieht es aus vom Finanziellen? Sportliche, das haben wir gesehen. Wie beurteilen Sie die Zuschauerzahl? Liegen da schon erste Ergebnisse vor? Also, konkrete Ergebnisse sind nicht vorhanden bis jetzt. Das wird erst die detaillierte Auswertung ergeben. Aber es sind Zahlen zwischen 15.000 und 20.000 Personen, die hier an der Strecke zugeschaut haben. Vom Ergebnis her finanzieller Art. Wir glauben, dass wir die Tour de Suisse-Etappe unbeschadet, also ebenso sicher werden können abschliessen. Danke und ich gratuliere den beiden Herren für den Erfolg heute und darf die abschliessende Frage stellen. Kommt wieder eine Tour de Suisse-Etappe nach Bülach? Wer will sie beantworten? Ja, die Tour de Suisse-Etappe ist sicher ein Erfolg für den Radfahrerverein Bülach. Da sind wir überzeugt. Wobei, es ist sicher zu sagen, alle Mitwirkenden haben momentan gerade genug. Es wird unter Umständen in einigen Jahren wieder Tour de Suisse-Etappe in Bülach stattfinden, aber sicher nicht in kurzer Zeit. Das Wichtigste von dieser Tour de Suisse, was Bülach betrifft, ist in unserem Interview angesprochen worden. Trotz dem Fauxpas bei der Streckensicherung kann der Unterländer Velofan stolz sein auf das Radsportereignis und kann dem Radfahrverein Bülach und dem Organisationskomitee mit seinen vielen Helfern gratulieren zu dieser tollen Leistung. Und das beste Geschenk haben sich die Verantwortlichen von dem Anlass gerade selber gemacht. Sie haben dermaßen gut gewirtschaftet, dass in der Kasse mehrere Tausend Franken als Gewinn geblieben sind. Ein Überschuss,
der Juniorenförderung vom Radfahrverein und weiteren geplanten sportlichen Grossanlässen zugutekommen soll. Aber lassen wir den kurzen, aber intensiven Besuch von den Radprofis aus ganz Europa zu Bühli nochmal chronologisch ablaufen. Der Kameramann Hans-Ueli Engler begleitet den verantwortlichen Technischleiter Max Wulschläger auf seiner letzten Kontrollfahrt auf der Zusatzschleife von der Etappenankunft. Auf der Höhe von Ausbaumen und dem kleinen Klausen sehen wir die vielen Zuschauer, sie sind voller Erwartung. 53, 73. Verstanden, Antwort. Verstanden, es sieht so aus, wie wenn wir jetzt gerade für die Marschtabellen aktuell wären, nach der Spitze. Also genau Marschtabellen, Antwort. Ziemlich genau, ja. Danke. Ja, wir sind parat. Jeder kleine Interzentrale. Der Funkverkehr klappt, wie auch alle anderen organisatorischen Details. Und auch der SRG-Techniker prüft nochmal die Leitung ins Radiostudio Zürich. Und auch der Kollege vom Schweizer Fernsehen ist bereit. Die Fahrer könnten also kommen. Aber die sind noch 25 Kilometer vom Zielstrich an der Schwimmbadstrasse entfernt. Zeit wird noch genützt, denn zuerst müssen schließlich auch noch alle Werbebotschaften an Mann oder an die Frau gebracht werden. Die Geschenke müssen verteilt sein und schließlich hat eine Grossbank nicht umsonst grosse Säcke verteilt. Die kann man schließlich nicht leer heimbringen. Und besonders gern aufgenommen von den Zuschauern würden die vielen fahrenden Artisten, die ein Spektakel auf der Zielgerade bieten. Die Schnitzelfahrer haben noch 25 km bis zum Ziel zurück. Auch die Pressefotografen haben ihren Finger schon auf dem Auslöser. Und der Serge Lang, Vater vom Skiweltcup und Kolumnist bei der grossen Schweizer Boulevardzeitung, sucht krampfhaft eine Story. Und da, endlich ist es soweit, die Vorhut kommt, grosse Ereignisse werden angekündigt. Die Fahrer kommen das erste Mal über den Zielstrich bei der Bülacher Stadthalle. Leo Willens, der Belgier mit der Startnummer 68, hat diese 12er Spitzengruppe angezeigt. Der Stunier, er führt eine weitere Gruppe, größeres Feld an, der Schweizer Meister, der Stunier. Das Feld also aufgesplittert. Journalisten, unter ihnen der lachende Bülacher NZZ-Schreiber Paul-Erik Weber, haben offensichtlich schon eine Sensation gewittert. Denn dem Sepp Vögeli ist das Lachen vergangen. Aber gerade das ist eine super Story. Der Vögeli berichtet von der Irrfahrt in der Sackgasse bei der Schwärzgrube Zürichstrasse. Und dem Bülacher OK-Chef Walter Jäcki im weißen Hemd mit der Krawatte ist es bei dieser Hiebsbotschaft auch nicht mehr so recht wohl. Es scheint, als würden auf der Schwimmbadstrasse nicht nur freundliche Worte fallen. Das gibt aber Stoff für Zeitungen, das wird notiert. Das ist schließlich die Butter aufs Brot vom Berichterstatter. Und jetzt endlich kündigt sich die entscheidende Zieldurchfahrt an. Die Bülacher Tour de Suisse-Etappe wird im Spurt entschieden. Als Sieger lässt sich der letztjährige Gesamtsieger Jean Kelly ausrufen.
Nach dem Prolog in Urdorf, wo der Holländer Van der Garden gewonnen hat, ist die 186,5 Kilometer lange erste Etappe von der Tour de Suisse an Sean Kelly gegangen. Zweiter ist der Österreicher Meyer und dritter der Anderson geworden. Vierter der Toroi und der Schweizer, siebter Breu und neunter der nachmalige Gesamtsieger von der Tour 84, der Zimmermann. Das Gesamtklassement nach dieser Bülacher Etappe hat der Belgier Toroi angeführt. Und da die erste Journalistenfrage im Originalton. Im Bild der Toroi. Das ist der große Favorit. Ja, ich bin gerne ausgezeichneter Spitzenfahrer. Ich habe eine große Kompetitionsmangel. Vor dreieinhalb Wochen habe ich zwei Rippen gebrochen. Ist der Roy? Ist er, ne? Dreieinhalb Wochen kein Rennen mehr gefahren. Und die Schlüsselbeine? Ja. Ja, das war. Das ist im Januar schon. 1. Februar. 1. Februar. Diesmal. Das zweite Mal oder dritte Mal? Dritte Mal. Wie war Rick Wanstein? Alle großen Rennfahrer drei Schlüsselbeine. Ja, das Rick Wanstein, ja, das war das dritte Mal in drei Jahren. Aber in 74 habe ich noch mal eingebracht. Hast du Major Johnny Schlüsselbein? Ja, ja. Nein, das ist Polentin. Und dann verloren. Ah, Polentin. Und dann Copy. Ja, ja, dann ist alle großen. Wer hat jetzt das Rennen getrunken? Was sagen Sie zu dieser ersten Etappe? Ja, die stolz für uns zu mitfahren. Ich glaube, das war eine schwere Etappe. Das ewige Auf und Ab. Keine grossen Berge, aber doch sehr viele Steigungen. Und das macht natürlich die Fahrer sehr müde. Das war eine schwere Etappe. Ich finde das toll. Es muss schwer sein. Soweit der Ferdi National. Wer würde dem AHV-Bezüger Ferdi Kübler sein Alter geben? Er ist noch immer ein Vollblut-Velofahrer. Im Bild der Phil Anderson, der Etappe dritte von Bühli. Eindorf-Bühlach über 169,5 Kilometer. Spurtsieger einer Flussgruppe, Vorjahressieger, der Ire Sean Kelly. Zweiter in der gleichen Zeit natürlich, der Österreicher Harald Meyer. Und dritter, der Sieger der diesjährigen Meisterschaft von Zürich, der Australier Phil Anderson. Noch einmal schnell die Siegerzeit, 4:39:41, Stundenmittel 36,362 Kilometer. Der Erich van Arden auf die Schultern von Theo de Roy. Neuer Goldtrikotträger der 48. Tour de Suisse, jetzt also der ehemalige Zweite der Tour de Suisse, der Holländer Theo de Roy. Er ist jetzt vom Tourdirektor Josef Ögeri eingekleidet worden in goldige Liedertrikot der 48. Tour de Suisse. Das ist Phil Anderson auf der abgekürzten verdienten Ehrenrunde, der Drittklassierte der heutigen spannenden Etappe, die Bayer, die 600 Jahre Bayer für den Wettbewerb. Sie haben es gesehen bei der Siegerehrung, der Tour de Suisse-Direktor Sepp Vögeli hat auch wieder können lachen. Die Fahrer suchen nach den Strapazen von deren Etappe die möglichst kurze Route ins Hotel. Sie müssen sich auf die nächste Etappe in aller Ruhe vorbereiten. Weil Bülach zu wenig Betten kann bieten, sind die Fahrer und der ganze Tross in den Hotels von der Region unterbracht gewesen. Und jetzt möchten wir unseren Zuschauern noch einen Einblick ins Nervenzentrum, im Presseraum, bieten.
Über 100 Journalisten aus vielen Ländern von Fernsehen, Radio und Presse haben in der Stadthalle beste Arbeitsbedingungen vorgefunden. Telefon, Telex, Computerleitungen sind geschaltet gewesen, dass die brandneuen Meldungen rechtzeitig raus haben können. Schliesslich hat auch der Velofreund zu Belgien zum Beispiel ein Anrecht darauf, am nächsten Tag in Wort und Bild über die Ereignisse in der Schweiz können anzulesen. Bülach ist also für mindestens einen Tag der Mittelpunkt von der europäischen Veloszene gewesen. Und der Tourchef Sepp Vögeli gibt seine Ansichten zu der Bülacher Etappe der hungrigen Journalisten in einer ersten Stellungnahme zu Protokoll. Zwischen 4 und 6 Minuten haben wir entschieden, dass wir ab Rang 13, auch dass wir alle Fahrer, wie sie eingewandt sind, klassieren und ab Rang 13 4 Minuten Gutschein für diesen Zwischenfall. Und das im Gesamtklassement berücksichtigt schon heute Abend. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, die Mannschaft Safir haben wir noch keinen Kontakt herstellen können. Wir haben Herr Schacke jetzt beauftragt, sofort zu telefonieren, damit die während der Dauer der Tour de Suisse kein Rennen in Belgien fahren können. Sie sind also für die ganze Dauer der Tour de Suisse sind die gesperrt, wegen unbegründeter Aufgabe an der Tour de Suisse. Und ich konnte den Sportleiter noch nicht erreichen. Ich habe das versucht im Hotel. Der ist dort nicht anwesend. Ich muss warten, wir werden aber Sie morgen darüber orientieren, was er uns zu sagen hat. In Hotel natürlich hat es noch Konsequenzen in Zukunft für die Safir-Mannschaft. Ja, sicher. Das ist keine Frage. Und das mit Sicherheit Volland hier wieder dabei. Das ist. Soll mal aufhören. Das wird nicht aufhören. Die machen immer Scheiße ein Jahr, bevor sie aufhören. Was ist Volland nicht, sonst niemand. Der ist weggelaufen. Das OFA-Team wünscht Ihnen viel Vergnügen an der Tour de Suisse 1984. OFA Aurel Füssli Werbe AG, Filiale. Am nächsten Morgen haben sich die Fahrer zum Start beim Sonnenhof eingefunden. Ihre Weg in die dritte Etappe ist über Rümlang, Zursee, Willisau auf Cham gegangen. Auf die Fahrer haben 176 harte Kilometer gewartet. Erstaunlich, wie viele Velofans an dem Morgen zu Bühli am Start erschienen sind. Das grösste Augenmerk hat sicher der Schweizer Fahrer gegolten. Er ist noch frisch. Da, über, da, vorne. Guck mal, der andere Abend.
Das Interesse hat aber nicht nur der Fahrer, sondern auch die übrigen Prominenz gehalten. Unter anderem auch Karl Fresner, ein bekannter Funktionär vom Ski-Weltcup-Zirkus. Das ist erst lang. Was ist anstrengend? Ski-Weltcup oder Velorennen? Nichts ist anstrengend, wenn man es gerne macht. Wir beurteilen sich die Ausgangslage für den Weiberlauf. Ja, nicht schlecht für uns. Jetzt warten wir bis am Sonntag. Danke, wünsche Ihnen viel Glück. Der Beat Breu war also noch zuversichtlich gewesen, ebenso wie der Bülacher Stadtpräsident Jakob Menzi. Zuversichtlich, dass er seine Pistole auch funktioniert. Er hat genau aufs Zählen von seinem Sekundant abgedrückt. Aber die Pistole ist still geblieben. Das war allerdings ein bedeutungsloser Lapsus gewesen, der keinen Eingang in die Schlagzeilen gefunden hat. Und die Fahrer sind auch ohne einen Menzi seinen Knall gestartet. Bühli hat sein Spektakel gehabt. Bühli hat Tour de Suisse gehabt. Der Velofan wartet jetzt auf den nächsten Radsport-Grossanlass in der Unterländer Bezirkshauptstadt.